Hallo, ich möchte heute etwas sagen über Psalm 91. Das ist ja im Moment wahrscheinlich der am meisten gelesene und gebetete Psalm. Und mir sind ein paar Gedanken dazu gekommen, als ich den auch natürlich gelesen und gebetet habe. Und ich möchte ihn einfach noch mal kurz vorlesen. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er rettet dich vor der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, noch vor dem Pfeil, der am Tag fliegt. Vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. 1000 fallen zu deiner Rechten, 10.000 zu deiner Linken, dich erreicht es nicht. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Vipern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Und ich möchte einfach nochmal auf diesen ersten Vers eingehen, wo es heißt, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Und ich glaube, dass hier genau der Schlüssel liegt für diesen Psalm. Bleiben und wohnen. Das ist das, was letztendlich dann auch die Verheißungen in unser Leben bringt. Denn dieser Psalm ist keine magische Formel oder ein Schutzgebet, das man einfach betet und dann wird nichts passieren, sondern es geht immer um deine Beziehung zum Herrn. Es geht immer darum, dass wir lernen, zu bleiben in der Gegenwart Jesu und zu wohnen, da wo er ist, dass das irgendwie unser Wohnraum wird, dass das unser Lebenselement wird, wo wir uns aufhalten und zwar jeden Tag und den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und ich glaube, es könnte sein, jetzt wo wir alle ein bisschen so zurückgefahren worden sind zwangsweise, dass du vielleicht auch gemerkt hast, dass du dich ein bisschen entfernt hast von Jesus und dass andere Dinge dir wichtiger geworden sind. Und dann, glaube ich, ist jetzt wirklich die allerbeste Zeit, um deinen Kurs zu ändern und einfach wieder voll in die Beziehung zu Jesus zu investieren. Wie baut man eine Beziehung? Eigentlich so, wie du das mit Menschen auch machst. Du verbringst Zeit mit jemandem, du sprichst Worte der Wertschätzung, vielleicht machst du auch Geschenke und du chattest mit der Person. Das ist eh jetzt das beste Mittel der Wahl zurzeit. Aber genauso kannst du es auch mit Gott machen. Du kannst die Zeit, die du jetzt zusätzlich hast, total nützen, um sie mit ihm zu verbringen. Denk an ihn, sprich Worte der Wertschätzung aus ihm gegenüber. Das nennt man übrigens in unserem Fachjargon Lobpreis. Mach ihm Geschenke, sing ihm ein Lied, sprich ein Lob aus und vergiss nie, dass er immer da ist. Und deswegen brauchst du zum Chatten mit Gott auch gar kein Handy und auch keine elektronischen Geräte, weil er ist einfach total da. Richte deine Augen auf Jesus und bleib immer im Gespräch mit ihm den ganzen Tag, weil er ist immer da, nur wir sind ganz oft nicht da. Aber wenn du in dieser Gegenwart des Friedefürsts wohnst und bleibst, wenn du das eintrainierst, dann kommt automatisch Frieden, weil der Friedefürst bringt Frieden mit und Zuversicht in dein Leben. Mach es heute zu deiner ersten Priorität, in seiner Gegenwart zu bleiben und zu wohnen und dann wird Friede in dein Herz kommen und du wirst sehen, dass immer mehr Zuversicht dich erfüllt.